Schatz, auch wenn da der Wind jetzt ein bisschen geht, mag ich euch die Blätter von der Winterlinde zeigen. Lass uns dabei einmal am Baum. Die greifen sich ziemlich glatt an, was einmal schon ein Unterschied ist zur Sommerlinde, gleich dazu gesagt, aber dazu kommen wir nachher gleich noch. Schaut einmal. Auf der Oberseite, das ist typisch für die Linden, dass eine Seite da schon niedriger ist, wie das auf der anderen Seite. Seht ihr das? Also da hier oben, also auf der, von uns aus gesehen, auf der rechten Seite, da ist dieser Rücken ist höher wieder auf der anderen Seite. Das gleicht sich von Blatt zu Blatt, wobei man gerade sieht, wo dieser Rücken höher ist, seht ihr, da ist rechts höher, da ist er links höher, das ist variabel. Der Blattrand ist gut sichtbar gesägt, also das schaut ein bisschen aus wie eine Eisensäge und ganz klar bei der Winterlinde, die Rückseite ist hell, nämlich das ist schon fast bläulich-grün, weiß, blau, also ja, ein Riesenunterschied. Da sind auch Früchte drauf, tendenziell hat die dann mehr Blüten wie die Sommerlinde und ich zeige das dann genauer her. Die Blätter sind noch essbar, auch wenn sie schon ein bisschen öder werden, kann man den nur da kauen und sind super müde, aber natürlich, wenn die gerade frisch austrieben ist, ist das am allerleckersten. Also auf Hinterseiten, Vorderseiten. Aber dass das nicht zu theoretisch bleibt, oh, da bin ich. Ja, ja, grüß euch, mit meinen Zweigen auf. Ja, da. Aber wir gehen jetzt in den Schatten. Schaut mal, ich habe zufällig erst dann eine Sommerlinde auch gehabt. Das ist jetzt eine Sommerlinde. Sommerlinde hat tendenziell größere Blätter und ihr seht auch, diese Nervenstruktur ist deutlicher zum Sehen. Die Rückseite ist ähnlich grün wie die Oberseite. Seht ihr? Das ist Sommerlinde, da ist Winterlinde, Oberseite und Unterseite ist dann merklich ein ganz anderes Grün. Was ein Merkmal ist, schaut mal, das ist jetzt eine brave Winterlinde, die macht das. Diese Achselhaar, also diese Bärtchen da in der Achsel, sind bei der Winterlinde in der Regel braun, schon auch wenn es jung ist. Bei der Sommerlinde sind die auch da und in der Regel weiß, aber das wird im Laufe des Öderwerdens im Sommer dann auch braun. Also das ist jetzt nicht unbedingt ein tolles Bestimmungsmerkmal. Winterlinde, tendenziell eben kleinere Blätter wie die Sommerlinde und mehr Blüten, sprich dann auch Früchte. Also seht ihr da, das sind jetzt nur Blütenknospen, kann man übrigens genauso essen, alles im allem. Und die Sommerlinde, guckt einmal, das schaut schon ganz anders aus. Also viel größere Knospen. Ich meine, die Anzahl ist nämlich variabel. Sommerlinde, ich habe es jetzt nicht 5 bis 6 pro so ein Ding und bei der Winterlinde können es 4, 5 bis 11 sogar sein. Also auch da ist es ziemlich variabel. Am besten ist, ihr haltet euch eben an die Blätter. Eben der Unterschied ist gut zum Sehen, wenn wir es besonders jetzt, wie wir es da haben, nebeneinander liegen haben. Und somit solltet ihr die Blätter von der Winterlinde in Zukunft gut bestimmen können.